Moin, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Monster Hunter World Iceborne und wir gehen auch gleich los hier in die Raureifweite und schauen mal, ob wir den Velkaner finden können. Ich hoffe. Falls nicht, vielleicht auch irgendein anderes Monster. Auf jeden Fall ist da auch der Säbelzahntiger bzw. der Tiger wieder unterwegs hier. Ja, mit denen werden wir hoffentlich nicht kollidieren. Und ist fertig geladen. Übrigens tut es mir leid, dass ich die Ladezeiten nicht aus meinen Episoden rausschneide. Das hat einfach den Grund, dass ich täglich sehr, sehr viele Folgen mache. Also für alle möglichen LPs. Und ich habe einfach die Zeit dafür nicht. Also das ist einfach viel zu viel Aufwand. Weil ich muss ja auch ein bisschen vorarbeiten. Also würde ich nicht vorarbeiten, okay, dann würde es vielleicht gehen. Aber da ich auch immer für weitere Projekte aufnehme, ist das immer ein bisschen schwierig. Zu bleiben und zu kämpfen ist auch ein Instinkt. Der einzige Weg ist nach vorn. Mhm. Zack. Keine merklichen Änderungen am Ökosystem bislang. Da haben wir Eiskristalle. Hm? Was ist das? Velkaner-Spuren. Er war also hier. Er müsste immer noch hier sein. Mhm. Das sieht aus wie... Mehr Velkaner-Spuren. Sie führen da entlang. Also wenn wir gegen den Velkaner kämpfen, dann muss ich auf jeden Fall zurückgehen und das als Quest annehmen, damit ich ein paar Leute finden kann. Boss hat etwas Besorgniserregendes gesagt. Die Fährtenleserin hat ihren letzten geplanten Kontakt mit der Basis verpasst. Wir wissen, dass sie die Weite untersucht hat. Was könnte passiert sein? Oh, nochmal zwei. Ja. Oh, die Reaktion von diesem Pinguin. Hier sind noch mehr. Und eine weitere Reihe Spuren direkt daneben. Sind die menschlich? Scheint so. Menschliche Fußabdrücke. Und außerdem eher klein. Die müssen von ihr stammen. Die zeigen in die gleiche Richtung wie die des Velkaner. Glaubst du das? Da oben! Was zur Hölle hat das getan?
Tuch vom Schiff sieht genauso aus. Kein Zweifel. Nein. Wie hat... ist sie... Legiana. Warum sind hier so viele? Wir müssen schnell runter zu ihr. Verstanden. Partner, ich weiß, ich kann auf dich zählen. Kümmere du dich um diesen Legianer. Überlasse die Kraft. Eine neue Aufgabe ist verfügbar. Ja. Wir müssen nämlich jetzt einen Schnee-Legianer machen. Und. Ja, Legianer ist nicht unbedingt mein Liebling. Von daher. Nehmen wir mal schön die Aufgabe an. Ja, wird die Folge ein bisschen länger wahrscheinlich. Aber das ist mir egal. Ich bin einfach nicht mehr so der Freund von diesen Solo-Dingern. Ich habe die früher alle Solo gemacht mit dem anderen Charakter und... Ne, glaube ich zumindest. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Also bei denen, wo ich dann keine Leute rufen konnte, habe ich dann Solo gemacht. Aber es war auch nervig. Ich habe das sehr unangenehm in Erinnerung. Von daher... So, neue Quest bekannt machen. Dann nehmen wir nämlich die hier, wenn der Nebel dich verschlingt. Ein Schneesturm-Legianer. Ist eigentlich, finde ich, gar nicht so großartig anders wie ein normaler Legianer. Genauso anstrengend. Aber... Ne, Essen tun wir dann gleich da, dann können wir noch gleich den Notruf absetzen, gleich am Anfang. Mal sehen, vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht kommt ja gleich jemand. Kümmere du dich um diesen Legianer. Überlasse die Fährtenleserin mir. Mal sehen, ob da jemand Bock drauf hat. Wenn er Pech haben, kommt auch niemand, ne? Aber momentan kriegen wir eigentlich immer ganz gut Hilfe. Da kommen eigentlich immer ganz gut Leute rein. Deswegen bin ich da eigentlich guter Dinge. Pestwurz. Da muss ich einer das andere von machen. Und zwar gibt es da so eine Aufgabe, wo man irgendwie 20 mal Pestwurz oder sowas sammeln muss. Ich mache das nur nebenbei so ein bisschen, damit mal, ne, falls wir hier mal den seltenen finden, das wäre schön. Aber. Naja, anscheinend nicht. Also geht's weiter. Legiana wird wahrscheinlich da hinten irgendwo sein. Hier auf jeden Fall nicht. Also wie gesagt, wir können natürlich auch Pech haben, ne? Dass da keiner Bock drauf hat, aber ich möchte zumindest die Möglichkeit haben. Ah doch, da kommt einer, sehr schön. Wieder ein Asiate. Ah, lieber nicht, da kommen wir unten in das Höhlensystem rein, da wird er nicht sein.
Ja, wir speichern mal so ein paar so Dinger hier. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwas bringt. Da haben wir die Miezekatze. Die böse, böse Miezekatze, die mir schon so oft Gewalt angetan hat. Ich gehe jemand anders wegsnacken. Ich hab keinen Bock. Kraftzapfen? Ach so, kriegen wir so einen Damage Boost. Das wäre cool. Ich sehe nirgends vor den Legianer. Aber hier in der Nähe, da guffelt der auf jeden Fall rum. Da erinnere ich mich sehr gut dran. Da haben wir. Normale Legianer-Sachen und da hinten sollte der Schneesturm sein. Ne, ist der normale Legianer. Da hinten ist der Schneesturm. Hat er gerade aufgedeckt, der andere. Unser asiatischer Freund. Ah, shit, ich hab die Eispest drinne. Ah, shit. Ja, es klappt nicht so ganz. Der Kopf scheint schon verwundet zu sein. War schon gut verwundet. Das ist schön.
Das mit dem irgendwo gegenknallen lassen, habe ich das zwar noch nicht so raus, aber naja, ne? Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut. Cup Noodles. Nur an denen haben irgendwie viele Interesse, wie es scheint. Layla kommt jetzt auch noch. Okay, ist es nicht sinnvoll, wenn man einmal davon abge... einfach eiskalt weiter abzubauen. Und genau das meine ich hier. Das, was der gerade gemacht hat, das habe ich nicht hinbekommen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Hier lag nur irgendwas, was ich einsammeln wollte. Da! Jammers. Obsidian-Eiskralle. Ja, vielleicht können wir mit dir was mit anfangen mit der Heilung. Also ich habe das Gefühl, die wird nicht lange leben. Zumindest haben wir die jetzt schon ordentlich zugerichtet. Sehr schön. Ich werde den mal eben kurz mit Dung einschmieren. Einmal eine Kotbombe für dich. Sehr schön. War sehr schön. Okay, der blieb jetzt nicht sonderlich lange auf dem Boden. Aber ihr seht, warum ich den widerlich finde. Oder warum ich den nicht alleine machen möchte. Der ist schon sehr... Naja, also er vereist einen ziemlich oft halt. Oh, voll auf den Schädel. Sehr schön. Also eigentlich ist fast alles jetzt von dem verwundet. Was war das denn bitte?
Und down ist er. Oder haben wir den da richtig kaputt geschlagen hier? Ich habe die Fährtenleserin gefunden. Wir müssen uns beeilen. Ja, chill mal. Lass mich erstmal looten hier. Heiße Quelle Stein. Ich weiß nicht, was dieser... Mal, hör mal auf rumzuschreien. Was dieser heiße Quellestein sein soll, der hier irgendwo... Okay, jetzt habe ich sowieso keine Ahnung mehr. Beziehungsweise jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr nachzuschauen. Gerettet. Danke. Ich bin so froh. Du bist sicher. Tief drin wusste ich es. Hab euch einen Schrecken eingejagt. Weißt du, du erinnerst mich an mich selbst. Findest immer einen Weg zur Wahrheit. Ach ja. Immer willst du den Weg anführen. Schaut her, mehr Notizen meines Mentors. Das Lied, das Monsterverhalten, das hat Auswirkungen auf das Ökosystem. Seismische Aktivität, der alte Allwurm. Meine Zeit ist um. Mein Weg endet hier. Lieder. Das Ökosystem. Der alte Allwurm. Geht es da um den Velkaner? Das Fragment stammt eindeutig von hier. Das Nest des Velkaner muss also in der Nähe sein. Du hast recht. Sein Heim muss hier irgendwo sein. Wir müssen es nur finden. Also, wer ist dabei? Hier ich. Ich möchte mehr über den Velkaner wissen. Gemeinsam können wir das Geheimnis lüften und Geschichte machen. So gehört sich das. Das Monster wird immer stärker. Wir können es jetzt nicht verfolgen. Gehen wir zurück und bereiten uns vor. Okay. Ach ja, wir können die Katze mal ausrüsten, fällt mir gerade ein. Ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber trotzdem. Artilleriefähigkeit. Bringt mir leider nicht so viel. Gesagt, der Velkaner ist derzeit in der Raureifweite. Dessen sind wir uns jetzt sicher. Lasst uns also das Ärgernis ignorieren, mit dem ich mich konfrontiert sah, und uns auf die wichtigen Dinge konzentrieren, ja? Glaub nicht, dass ich dir das so einfach machen werde. Nach diesem Treffen bleibst du hier für ein paar Ratschläge eines besorgten Freundes, okay? Allerdings sind die Notizen, die du gefunden hast, definitiv besorgniserregend. Lied, Auswirkungen auf das Ökosystem... Alter Allwurm. Mir flattern nicht gleich die Nerven wegen ein paar Worten, die wir auf einem Stück Stoff gefunden haben, aber das ähnelt doch schauerlich genau den aktuellen Ereignissen. Das sind jedenfalls wichtige Informationen. Ich werde mit dem alten Mann darüber reden.
Danke. Und stelle sicher, dass du keine Details auslässt, ja? Natürlich. Wenn wir sicher sind, dass der Vulkaner zurück in der Weite ist, müssen wir uns mit der Waffenlieferung aus Astera beeilen. Was das angeht, wir haben kürzlich einen Bericht erhalten, dass eine Unterart des Anjanath in der Nähe des Landegebiets gesichtet wurde. Was? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wenn der Waffentransport jetzt ankommt, wird er zernichtet. Zernichtet also, ja? Ich bitte euch nur ungern, da ihr gerade erst zurückgekommen seid, aber könntet ihr beide losziehen und diesen Anjanath erjagen? Haltet nach der Ankunft des Transports Ausschau und geleitet ihn nach Seliana, nachdem ihr euch um den Anjanath gekümmert habt. Verstanden. Wir melden uns, sollte mehr Ärger auftauchen. Ich zähle darauf, dass ihr alle sicher zurückbringt. Viel Glück. Na gut. Unser Ziel ist ein Fulgur Anjanath. Eine neue Art von Unruhestifter. Die Frage ist jetzt übrigens, wo wir hier die Katzen abrufen können. Ich glaube, hier vorne ist der Typ, oder? Der Katzentype hier. Genau, hier, Schnurrtruppler. Können wir gleich nochmal losschicken. Ist eigentlich egal, welche wir mitnehmen. Killer. Ja, okay, nehmen wir die hier. Ich habe sogar den Schneesturm-Legianer mit drin. Da, 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 da. So, wir sind zeitlich aber wieder am Ende hier. Und ich habe mich nur schon mal vorbereitet für die nächste Runde hier. Und ja, ich würde sagen, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.